sind heute hier in Saint Louis auf dem kleinen Markt und das ist unsere Demonstration zum internationalen Protesttag für Menschen mit Behinderungen am 5. Mai. Und zwar wollen wir heute die Botschafter unterm Schirm präsentieren. Unsere Aktion Botschafter unterm Schirm hängt auch zusammen mit dem Projekt Botschafter für Begegnung. Dort ist im Themenfeld Kunst gemeinsam mit dem Künstler Mike Mattis hier aus Saint Louis die Idee entstanden, Kunstwerke gemeinsam zu machen. Und zwar so, dass es Corona-konform auch möglich ist. Nämlich jeder hat einen schönen weißen Plankoschirm quasi nach Hause bekommen mit dem entsprechenden Farbkit dazu, sodass er den Schirm gestalten konnte und dass wir ihn dann zukünftig für Aktionen verwenden können. Und natürlich kann ihn auch jeder beim schlechten Wetter einsetzen. Das Projekt ist ein Projekt der Arbeiterwohlfahrt, Landesverband Saarland in Dillingen beim Verbund für Inklusion und Bildung. Hier haben wir über 3 Jahre ein Projekt Botschafter für Begegnung und der heutige Tag ist im Rahmen der Protestaktion zum 5. Mai und dafür werden wir auch von Aktion Mensch unterstützt.